Hey zusammen und herzlich willkommen zum Anniversary Recut. Um mir kurz den Sinn dieses Formates zu erklären, ich hatte so von Dezember 2015 bis Mai 2016 ein Tomb Raider Anniversary als Let's Play Projekt am Laufen. Bloß war ich mit 14 Jahren ein ziemlicher Vollidiot, was Schneiden anbelangte. Deswegen sind in diesen alten Videos Dinge drin gewesen, die da eigentlich nicht reingehören. Und dieses Format ist dafür da, dass ich meine Schnittfehler von damals ausgleiche. Und ich werde die Videos nach und nach mit denselben Thumbnails, derselben Videobeschreibung und dem originalen Release-Date wieder neu hochladen. Und dafür ist dieses Format gedacht. Und ich will mal nicht wieder so viel quatschen, sondern tun wir uns jetzt einfach mal diese Cringe-Kacke an, die ich damals produziert habe. Deswegen, willkommen zu Anniversary. Was ich ohne verstehe, warum ich jetzt, wenn ich zum Beispiel Videos von was weiß ich, Gronkh oder Sarazza schaue, dass ich da das Bild flüssig habe, 60 FPS und so, aber wenn ich das Spiel dann selbst in der gleichen Einstellung habe, dann plötzlich nur noch was weiß ich, 5, 6 FPS habe. Das ergibt doch irgendwie keinen Sinn. Zusätzlich habe ich auch noch scheiß Internet. Kurz gesagt, bei mir ist alles scheiße. Internet scheiße, PC scheiße, alles scheiße. Leben beste, scheiße. Was laber ich schon wieder? Egal jetzt. Ich kann das Text, das vor allen Dingen das Text, ich meine, ich kann den Text nicht richtig. Das war übrigens halt deine Schnauze von Freiwild. Und da auch nochmal Still Edition. Nein, 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 nein! Schnell, schnell! Nein! Das schaffe ich nicht mehr. Hey, krass, was der Typ für Sachen macht! Der ist so abnormal! Ich hasse Lara. Gerade. Denn sie hasst auch mich. Ach, da ist die Stange. Fuck, ich hab nicht richtig geriechen, Lied.
Aber jetzt. Auch nicht, bin ich dumm. In der Tat. Aber jetzt. Bist du behindert? Muss ich das verstehen? Okay. Okay. Yay, noch mehr Scheiße. Die Frame-Einbrüche sind irgendwie gerade voll unbegründet und seltsam. Also wenn ich jetzt irgendwie diesen komischen, sinnlosen Lex verreck, dann... Nee. Dann einfach nee. Dann lösche ich meinen Kanal. Noch so ein Bär. Und ich kann den Adrenalin-Move immer noch nicht. Ich sollte ihn aber langsam mal lernen. Die Musik war im Original besser. Kaliber 50 Muni. Aber bis wir die Waffe haben, dauert das noch eine Weile. Ich glaube, Rami und Auraya haben die Bete erst irgendwo 3 Level vor Atlantis gefunden. Und bis wir nach Atlantis kommen, das dauert noch eine Weile. Ich wollte mir jetzt eigentlich hier nur den Kontrollpunkt holen. Lara. Oh, das Ding ist voll okay. Das ist nicht mein Plan. Das war aber mein Plan. Genau hier runter. Denn hier ist ein Medipack. Und da drüben ist noch was anderes. Nämlich one of. Das steht hier nicht. Die Strukturen wurden direkt aus den umgebenden. Ach, was? Die Strukturen wurden aus den Felsen gehauen. Ich bin Lara Croft. Ich bin Archäologin und muss immer mit meinem Fach Denglisch tun, als wäre ich die coolste. Ich hab's.
Alter Mann, der Bär, der ist voll nervig, ey. Ich hab voll Schiss vor dem Bär, ey. Warte mal. Nein, falscher Knopf. Das ist ab. Okay. Es hat ein Schuss zu seinem Tod gefehlt. Hätte ich das gewusst. Also ein Schrotflintenschuss. Mit der anderen hätte es wahrscheinlich länger gedauert als mit Pistols. Aber ich wollte mir ja eigentlich die Schrotflinte für den Dino aufheben. Ja, das war intelligent. Einfach top. Das kriegt von Twin TV. Nein, ja, das kriegt von Mr. Trashpack. Den Win der Woche. Ich weiß gar nicht, macht das Twin TV? Da war ich mir jetzt gar nicht sicher. Die haben da immer sowas gemacht. Aber nee, das waren nicht mehr Twins. Das waren nicht mehr die Twins. Das waren Broken Sums. Manuel und Malte. Ja, Lacher, übertreib, Klei. Ich wollte eigentlich ja die hier nehmen. Stopp. Bevor ich jetzt hier reinmache, trinke ich erstmal kurz was. So. Oh, hier ist eine Reliquie, okay. Müssen wir mal gucken, wo wir die finden. Ja! Was sind das für Lappen? Yay! Das sind noch für irgendwas Patronen. Kaliber 50? Denn du hast hier drin für diesen scheiß Move einfach keinen Platz gehabt. Oh, hier sind wir raus, okay. Oh, noch mehr. Ich verarsche mich doch. Und da kommt er. Mein Erzfeind, der Dino. Der war schon in Tomb Raider 1 scheiße, deswegen wird er jetzt hier auch wieder scheiße sein. Übrigens, ja, ich habe Tomb Raider 1 auf der DOSBox durchgespielt. Hab fast 2 Wochen oder 3 Wochen sogar dran gesessen. Ups, falscher Knopf. Lecker! Mumpfi Mumpfi für Dino. Was? Okay, jetzt in der Tat Mumpfi Mumpfi für Dino. Ich
bin doch heute echt scheiße. So beschissen war ich schon lange nicht mehr. Runter, dann hoch. Nee. Doch, warte mal. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube runter, hoch, hoch. Runter, ich habe runter gedrückt. Okay. Mann, bin ich denn scheiße heute? Das ist ja nervig und scheiße. Und habe ich schon scheiße erwähnt? Ich werde jetzt einfach zensieren aus Jugendschutzgründen. Totaler Kack, ne? Ja, jetzt. Was? Ich hab nichts gedrückt. Hä? Muss ich das verstehen? Ich sag doch nach oben. Nochmal nach oben. Ich sag doch runter, hoch, hoch. Ich hab's doch gewusst. Und warum geht denn der Scheiße? Weil ich scheiße bin.